dass Martin Roth heute spricht über die digitale Wende in den Regionalwissenschaften. Neuer Schwung oder blinder Taumel, ein wunderschöner Titel. Ich bin ganz gespannt, was da kommt. Blinder Taumel. Guten Abend, vielen, vielen Dank. Ich fühle mich ja schon ganz zu Hause auf dieses Panel-Titels. Das finde ich ganz schön. Trotzdem versuche ich natürlich auch in das Ostasien-Institut was reinzubringen. Ich habe mir gedacht, dass zum Anlass so eines 100-Jahr-Feiers durchaus einfach ist, auch ein bisschen größeres Fass aufzumachen und vielleicht zu versuchen, zumindest eine Idee für eine zukünftige Perspektive der Regionalwissenschaften beziehungsweise der Jahrgangforschung, vielleicht auch der Sinologie, zu skizzieren. Und ich will aber zuerst mal so ein paar ganz grundlegende Sachen sagen zu diesem Digital Turn in den Regionalwissenschaften, der Teil eines allgemeinen Trends ist in Richtung der sogenannten Digital Humanities, vielleicht oder zumindest mal so aufgefasst werden könnte. Und zwar, wenn man sich vor Augen ruft, dass es dabei zum einen darum geht, dass wir mögliche Medien verwenden, um uns mit Japan zu beschäftigen. Und es wird in den Digital Humanities immer davon gesprochen, dass es zwei Richtungen gibt, zum einen oder zwei Dimensionen vielleicht. Zum einen eine Digitalisierung von Daten, von Material, von Objekten, nennen Sie Wörterbücher, ähnliche Dinge, die uns digital zugänglich gemacht werden und unsere Arbeit auch als Japanologen, Sinologen sicherlich vielfältig beeinflussen. Zum anderen gibt es vielleicht dann auch die zweite Richtung, die sich mehr damit befasst, was passiert in der digitalen Welt. Also was passiert in digitalen Medien, ja, ich habe es gesehen. Und dazu dann eben aber auch digitale Methoden, also Methoden, Computer verwendet, zum Beispiel, um bestimmte Daten auszuwerten. Da geht es ganz oft vor allem um quantitative Ansätze, aber nicht nur. Und wenn man sich vor Augen führt, dass das eigentlich so die Grundlage des Begriffs ist oder die zwei Hauptdimensionen des Begriffs des Humanities sind, dann würde ich gerne mal in den Raum fragen, wer das nicht macht, Digital Humanities, oder wer nicht Digital Turn in den Regionalwissenschaften betrieben hat, Hand hoch. Sie verwenden keine Computer? Also, der Punkt, den ich einfach machen will, ist, dass wir immer, dass dieser Begriff der Digital Humanities ein recht vager Begriff ist und eigentlich sehr viel umfasst, zumindest da, wenn man diese Dimension alle betrachtet. Und natürlich ist es dann aber so, dass man, wenn man sich vor allem auf diesen zweiten Schwung, der vielleicht so um die Jahrtausendwende vor allem begonnen hat, also die Betrachtung von digitalen Inhalten in Ostasien, in anderen Ländern konzentriert, da stellt man schon fest, dass sich da viel getan hat. Ich will jetzt nur ein Beispiel nennen, das ich mir glaube von einem Kollegen, Florian Schneider aus Leiden, der das aufgegriffen hat. Im Jahre 2012 hat der japanische Erotikstar Sora Aoi auf der Microblogging-Seite Weibo diese Kalligrafie veröffentlicht, um für japanisch-chinesische Freundschaft zu werben. Das war inmitten des Konflikts mit der Senkaku-Diaoyu-Inseln, also dieses Territorialstreits zwischen Japan und China. Und ich will jetzt darauf gar nicht so sehr eingehen, aber es ist doch schon interessant zu sehen, dass diese Nachricht innerhalb von Sekunden 13 Millionen Menschen potenziell zumindest mal erreicht hat. Also 13 Millionen Follower hatte sie damals, glaube ich. Stand letzte Woche 93.000 Mal weitergeleitet, 165.000 Mal kommentiert und so weiter und so fort. Das ist diese zweite Richtung der Digital Humanities, die quantitative oder der Blick auf diese quantitativen Daten. Und es ist sicher verständlich, wenn man auch danach gefragt wird in den Area Studies oder in den Regionalwissenschaften,
sich mit diesen Bereichen eben zu beschäftigen, ne? Weil sie nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern tatsächlich realer Bestandteil des Lebens der Menschen in Japan und China und potenziell global sind. Ich weiß nicht, wer Follower ist von Solar Audio of Weibo, das kann ich jetzt leider nicht rausfinden. Aber ich glaube, dass sich daraus natürlich auch Aufgaben ergeben, die meiner Ansicht nach gerade so eine regionalwissenschaftliche Perspektive bedürfen und die auch zu einem ganz wichtigen Bestandteil machen. Und zwar zum einen, weil wir eben diese Verknüpfung haben mit geopolitischen Begrenzungen. Das ist eine Karte, das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut, eine Karte der meist benutzten Seiten nach Region. Dann sieht man, rot ist Google, blau ist Facebook, Baidu kommt in China als an Stelle 1, Yahoo in Japan. Und es gibt eben bestimmte Verknüpfungen dieses digitalen Raums mit dem geopolitischen Raum. Und sicherlich ist es eine Aufgabe der Area Studies oder der Regionalwissenschaften, meiner Meinung nach, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Verknüpfung stattfindet. Also wenn zum Beispiel Befürworter und selbst kritische Befürworter der Digital Humanities oder digitalen Geisteswissenschaften wie Barry hier schreiben, dass Technologie uns jetzt zu allem Zugang gibt und alles ermöglicht und jeder kann alles machen, dann denke ich, braucht es vielleicht nicht unbedingt einen Regionalwissenschaftler, aber es ist durchaus auch eine Aufgabe der Regionalwissenschaften, da kritisch einzuwirken und zu sagen, Moment, ganz so kann es ja wohl nicht sein. Also auf die regionalen Grenzziehungen auch hinzuweisen, die im Internet zu finden sind und die, die auch über andere digitale Medien passieren, aus unterschiedlichsten Gründen, politischen, ökonomischen und ähnlichem. Und dafür gibt es natürlich auch eine ganze Menge an Tools, wie man das ja heute sagt, zum Beispiel Möglichkeiten zu checken, welche Seiten wo geblockt sind und so weiter und so fort. Also in diesem Bereich der Digital Humanities glaube ich schon, dass auch die Area Studies noch eine wichtige Rolle spielen könnten und sollten. Aber andererseits, und da komme ich jetzt eher zu dem Teil, den ich heute ein bisschen im Detail vorstellen will, andererseits zeigen solche Karten ja auch irgendwie eine ganz seltsame Geografie des Digitalen. Also es gibt zum einen natürlich immer die Möglichkeit, solche digitalen Medien auf die geopolitische Karte zurückzubeziehen. Zum anderen aber ist es durchaus auch interessant, sich zu überlegen, was passiert da, wenn man eben jetzt zunächst mal diesen geopolitischen Raum vielleicht nicht ausblendet, aber nicht in den Vordergrund stellt, sondern sich anschaut, wie sieht dieser digitale Raum eigentlich aus. Thomas Lamar hat da in einem Artikel, der im Januar nächsten Jahres erscheint, was dazu geschrieben. Und zwar hat er sich beschäftigt mit der Verbreitung, Distribution von Hana Yoridango, einer bekannten japanischen einem bekannten japanischen Medienmix-Franchise und betrachtet diese Verbreitung und bezieht sie auf die Geopolitik, aber schaut sich auch an, welchen Unterschied es dazu festzustellen. Er versucht es zu verräumlichen und sagt dann, dass eben dieses Asien, das da entsteht, wenn man das Asien mit Hana Yoridango gleichsetzt, mal das Hana Yoridango-Asien sozusagen, eben zwischen Medien und Nationen zu finden. Das ist also eine ganz seltsame Schräglage zu den uns normalerweise bekannten Karten hat. Und wenn man versucht, diesen digitalen Raum oder dieses Digitale mal als Raum zu verstehen, dann kommt man sehr schnell eben an die Fragen, die aus meiner Sicht auch für die Regionalwissenschaften oder für Perspektiven der Regionalwissenschaften eine große Rolle spielen, und zwar wo ist was und wer sind wir und wo sind wir überhaupt und so weiter.
Ist das jetzt ein Bild aus dem digitalen Amerika oder bildet es digitales Amerika ab? Oder ist es ein Teil der digitalen Welt Japans, weil es auf einer japanischen Website ist? Oder ist es vielleicht auch ein Teil meiner digitalen Welt in Deutschland, weil ich das auf dem Computer bei mir zu Hause angeschaut habe? Ich will jetzt gar nicht diese Frage nach der Ontologie stellen, sondern einfach verdeutlichen, dass hier ganz viele Ebenen der Räumlichkeit entstehen oder zu finden sind, wo ich denke, dass eine kritische Sicht eben auch so eine regionalwissenschaftliche Erfahrung oder Perspektive durchaus ein Gewinn sein kann, wenn man sie darauf anwendet. Ich würde aber vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Vorschlag machen, der nicht nur so eine Art digitales Asien, analoges Asien oder wie auch immer man, ob das jetzt Asien ist oder nicht, das sind ja eher jetzt Begriffe, die ein bisschen eine Diskussion auslösen sollen hier, sondern was mich interessiert ist, die Frage, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, mithilfe der Area Studies sich um digitale Regionen zu kümmern, sich die digitalen Medien als Raum vorzustellen und dann eben Fragestellungen an diesen Raum zu richten, die wir durchaus auch aus den Area Studies kennen und für die man als Regionalwissenschaftler eben sensibel ist und sensibel gemacht wird. Also Weibo und Facebook als Orte vielleicht in Regionen innerhalb dieses Raums, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es sowas? Und inwiefern finden sich in diesem Raum bestimmte kulturelle, soziale, kommunikative Elemente, die vielleicht auch im Unterschied zu dem, was wir normalerweise aus der unserer Kommunikation oder aus der Kommunikation von sogenannten Analogen kennen. Das heißt, was ich jetzt versuchen will, einfach mal sehr skizzenhaft, ist ein Zugang zu aufzuzeigen, über den man eventuell so einen Raum sich anschauen könnte. Und ich möchte das an einem Beispiel machen aus meiner eigenen Forschung aus Leiden, die noch nicht ganz abgeschlossen ist und deswegen wird es auch ein wenig unausgeboren, aber ich hoffe auf Hilfe von Ihnen an. Also, zunächst mal glaube ich schon, dass man eben so ein Studium des digitalen Raumes, wenn man den digitalen Raum als Raum ernst nimmt, ihn erstmal als etwas anderes verstehen muss und zwar in einem doppelten Sinne und zwar zum einen als einen anderen partiellen Raum oder partikulären Raum, den wir als solches erstmal nichts anfangen können. Also zumindest mal mir geht es so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Die Digital Natives, die sogenannten, sind vielleicht ja digital geboren und haben dieses Problem nicht, aber mir zumindest mal geht es so, dass ich, wenn ich mir diese Plattformen oder sozialen Netze und andere Dinge anschaue, dann ist es zunächst mal ganz sinnvoll, glaube ich, davon auszugehen, dass wir da nicht drin leben. Und dementsprechend sich eben auch die Fähigkeiten erarbeiten muss, mit diesen Räumen sich auseinanderzusetzen und in diesen Räumen zu forschen und sie irgendwie zu verstehen. Gleichzeitig eben aber auch als etwas anderes, das nicht ganz so anders ist vielleicht, weil natürlich Bezüge zu anderen digitalen Räumen genauso existieren wie Bezüge zu unserer sozusagen analogen Welt, die geopolitischen, die ich eben genannt habe, die dann wieder zurückkommen und die man gerade in unseren Perspektiven sich unbedingt auch mit anschauen muss.
Das Beispiel, das ich dazu heranziehen will, dieses bisschen zu konkretisieren, ist die amateurhafte Produktion von Videospielen. Und gerade hier findet sich, glaube ich, eine ganz, ganz reichhaltige Baustelle des digitalen Raumes, die man sich in dem Sinne anschauen könnte. Und wenn man jetzt sich mit Videospielen ein bisschen auskennt in Deutschland, dann fallen uns vielleicht vor allem solche Sachen ein, Minecraft oder Braid oder Counter-Strike, als Videospiele, die von relativ kleinen Einheiten, also von mehr oder weniger Amateuren produziert wurden und die unterschiedlich großen Einfluss hatten und durchaus teilweise sehr populär geworden sind in Japan. Vielleicht sagt manchen von Ihnen auch das etwas. Gibt es so eine sehr große Gemeinschaft, oder ich will mit dem Begriff vorsichtig sein, eine sehr große Gruppe an Menschen, die amateurhaft Videospiele erschaffen, die unter anderem auf dem Comic-Market, den Sie hier abgebildet sehen, das dann verteilen und die, wo man jetzt vielleicht als bekannteste Vertreter, unter anderem auch bei uns durchaus bekannte Vertreter, Higurashi no Naku Koro Ni, beziehungsweise Higurashi als diese gesamte Serie sehen kann, und zum anderen die recht bekannt gewordenen Spiele von Toho Project. Das sind so sogenannte Bullet Hell Shooter, wo man versuchen muss, diesen Bullets, diesen Kugeln auszuweichen, die da auf dem Bildschirm heute jetzt in sehr schönen Mustern zu sehen sind. Was machen die und wie machen sie es und was für Räume lassen sich da feststellen vielleicht? Dazu zwei kurze Beispiele. Zum einen die Proteste in Hongkong, die dieses Jahr die dort ansässige Firma OnSAP veranlasst hat, das Spiel Yellow Umbrella zu lancieren. Und das Spiel, soweit ich das jetzt sehen konnte, wurde 50.000 bis 100.000 Mal installiert, nur um so groben sagen zu können, wie viele Leute das vielleicht gespielt haben könnten. Ich vergleiche mal das Video an der Stelle und will lieber verweisen auf die Intention des Designers, der sagt, er wollte eben mit dem Spiel Unterstützung ausdrücken, die Unterstützung kundgeben auch für die protestierenden Studenten und eben durchaus dieses Spiel auch als politische Aussage betrachtet. Ne? Das sagt schon ein bisschen was über zumindest mal eine der möglichen Intentionen, warum man diesen digitalen Raum der Videospiele mitbaut, mit erschafft. Ich will da noch ein bisschen drüber hinaus drauf eingehen, insofern als uns dieses Video I am determined to make video games, and I make video games because I can. I mean, it's the sum total of every expressive medium of all times made interactive. Like, how is that not? It's awesome. My whole career has been me trying to find new ways to communicate with people because I desperately want to communicate with people, but I don't want the messy interaction of having to make friends and talk to people because I probably don't like them. And it's not just the game. I'm so closely attached to it. And this is my identity. It's Fez. I'm a guy making Fez. You know, that's about it. You know, making it was about, let me take my deepest flaws and vulnerabilities and put them in the game. Thank you.
concentration camp. If you can't get the work done, then the past 2 years are basically worth nothing. No pressure. All we've been doing for 4 years is look at this, like this close. You can't see anything else. You don't even see the mistakes in it anymore. What the fuck is that? Sehr zu empfehlen, Indie Game, The Movie, ist auch online einsichtbar und gibt eben einen ganz interessanten Blick auf diese Aktivitäten, die da stattfinden. Und die finden eben nicht nur in Europa oder Amerika statt, die finden eben auch in Japan statt. Und was mich daran interessiert, ist in dem Fall jetzt, unter welchen Bedingungen finden die statt, was passiert da, warum interessiert es die, abgesehen von ihrem Willen, berühmt und reich zu werden, natürlich, den es vielleicht auch gibt, aber vielleicht auch nicht. Und die Frage ist dann aber, wenn man diese Spielekreation oder dieses, wie auch immer genannte, Teil der digitalen Welt als Region versteht, dann geht es auch darum, sich anzuschauen, was passiert da konkret und womit arbeiten wir, welche Sprachen werden da verwendet und welche kulturellen Kompetenzen sind nötig, um damit teilzunehmen. Also es gibt durchaus auch sowas wie eine Grammatik, sowas wie verschiedene Interfaces, über die man Zugang zu diesen Welten oder zu diesen Räumen bekommt und Sprachen, die es eben zu lernen gibt, gilt, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzen will, was passiert dort konkret und unter welchen Gesichtspunkten passiert das. Das heißt hier zum Beispiel, Higurashi no Nakoporoni wurde mit Enscriptor gemacht, das Sie hier links sehen. Ich habe das jetzt nicht groß gemacht, weil ich die Beispiele auch nicht vertiefen will, aber genauso wie es das gibt, gibt es eben Unity als Spieleentwicklungsumgebung, für die man dann erstmal ein Interface lernen muss und man muss Programmiersprachen lernen. Und es ist ganz interessant eigentlich zu sehen, wie dieses Lernen in der Region, wenn man sie jetzt mal so nennen will, selber stattfindet. Und zwar insofern, als man zum einen ganz viel interagiert mit anderen Programmierern, mit anderen Spiele-Designern, die sich Gedanken darüber machen, die sich austauschen, wie man Dinge lösen kann, wie man Sachen machen kann. Also es gibt so eine sehr große soziale, sehr große interaktive und von meiner Ansicht auch soziale Komponente bei der ganzen Sache, die man aber auch nur einschätzen kann, meiner Meinung nach, wenn man die Sprachen ein bisschen beherrscht. Weil die Fragen, die hier aufgeworfen werden, die kann man eben nicht verstehen, wenn man kein Verständnis für die Programmiersprachen hat, die dahinter stehen, für die Systeme, die dahinter stehen. Das heißt, wenn man sich ernsthaft mit diesem Raum beschäftigen muss, bedeutet das meiner Meinung nach eben auch, dass man sich mit den entsprechenden Kenntnissen ausstattet. Und auf der anderen Seite ist es ein riesiger Pool an Wissen, der da angehäuft wird, der auch verweist auf andere Regionen, also nicht nur Spieleprogrammierung, sondern andere Programmierbereiche und genauso andere Bereiche der Computertechnik. Also es gibt eben hier Überlappungen und eine Vielschichtigkeit, die ich glaube nicht so einfach als homogenes beschrieben werden sollte und beschrieben werden kann. Ganz wichtig auch, was ich jetzt hier nicht gezeigt habe, die YouTube-Videos, Tutorials und so weiter, die Möglichkeit, dass heutzutage ich als Amateur ohne weitere technische Kenntnisse und ohne großen Aufwand Videos ins Internet stellen kann und anderen Leuten sagen kann, wie etwas funktionieren könnte. Verändert die Art und Weise, wie man überhaupt in diesen Bereichen interagiert, verändert die Art und Weise, wie man lernt, was da passiert. Weil man sich eben viel mehr in dem Online bewegt und über solche von anderen Laien, von anderen Amateuren, aber auch von professionellen angebotenen Wissensfragmente diesen Raum aneignet als über Bücher zum Beispiel oder über
einen Kurs beenden. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass Zufälligkeit schlecht, dass natürlich je nach Umgebung, je nach Ort in diesem Raum, geopolitisch wir ganz verschiedene Situationen haben. Also es gibt natürlich in Unity zum Beispiel eine klare Dominanz von Amerika, von Europa, während China, Hongkong, Japan nur einen ganz kleinen Bereich darstellt, in den Nutzergruppen, die sich um diese Entwicklungsumgebung gegründet haben. Ich will jetzt gar nicht so auf Ergebnisse eingehen, weil das gerade erst im Beginn ist und ich darauf kaum richtig zusammenfassen kann. Ich möchte nur noch einen dritten Aspekt anbringen, der zu so einer Methode oder zu so einer Perspektive meiner Meinung nach ganz wichtig, dafür ganz wichtig ist, dazugehören muss, der aber vielleicht auch aus dieser Erklärung, aus dem Versuch, etwas zu erklären, etwas ausbricht, und zwar insofern, als wir, wenn man sich schon mit Spielen beschäftigt, dann glaube ich, durchaus macht es auch Sinn, es kreativ zu tun und teilzuhaben an dieser, an der Architektur dieser digitalen Region. Das heißt, die Konsequenz für mich ist schon auch, dass man Spiele selber erstellt, erschafft. Und zwar als, zum einen als Prozess, als Methode, sich diesen Raum nicht nur zu erschließen, sondern ihn auch zu verstehen zu lernen, zum anderen aber auch als Beitrag zu diesem Raum. Ja, als Beitrag insofern auch, als sich dadurch eine Möglichkeit ergibt, das Wissen und die Erkenntnisse, die wir in unseren Feldern erarbeiten, zum Beispiel durch ein Spiel zu kommunizieren. Das ist der Ausgangspunkt für das Projekt in Leiden, das ich noch nach der Dissertation gemacht habe. Meine Ergebnisse meiner Forschungsarbeit als Spiel zu kommunizieren, gar nicht so einfach. Also, 1000 Worte sagen mehr als 1000 Zeilen Code auf jeden Fall. Und man kommt damit auch an Grenzen der eigenen Kreativität, an Grenzen der wissenschaftlichen Machbarkeit. Also wo endet die Arbeit, die wir als Wissenschaftler, das vielleicht wieder in der universitären Einbindung oder in der Disziplin, wo endet die Arbeit, die wir machen können und die als legitim gilt? Und wo endet aber auch auf der anderen Seite unsere eigene Fähigkeit, eben nicht nur zu beschreiben, sondern aktiv kreativ zu arbeiten? Ganz im Sinne eines medienpädagogischen Verständnisses, das ich aus Leipzig habe, und zwar in dem Sinne, dass man eben nicht nur Medien nutzt und kritisch nutzt, sondern eben auch aktiv für die eigenen Aussagen, für die eigenen politischen Ziele und Ähnliches verwendet. Ich zeige das jetzt einfach, das ist ein ganz frühes Stadium des Spiels, das Karakanis Konzept, Karakani Kotin, japanischer Philosoph, Konzept der Austauschform als Grundlage nimmt. Und fragen Sie sich sicher, warum? Ich erkläre es Ihnen dann wieder. Dieses Konzept verwendet als Grundlage dafür, sich mit der Frage der Eigenverantwortung für unsere Handlungen zu befassen. Also das sieht man hier überhaupt nicht. Deswegen ist das Spiel auch noch nicht fertig. Aber ich wollte jetzt da nichts stehen lassen. Das ist ein schwieriger Prozess und damit möchte ich auch die ganze Sache beenden, ohne jetzt nochmal diesen großen Überblick zu machen. Also ich glaube, dass so ein praktischer Zugang sicherlich nicht einfach ist und sicherlich auch sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv ist. Ich glaube aber auch, dass sich daraus ganz andere Erkenntnisse ergeben, und wenn Sie sich überlegen, wie wir uns Japan nähern, dann ist es ja auch sehr oft praktisch. Also wir sind ja auch nicht, wir schauen uns ja Japan auch nicht an, indem wir uns eine Teeschale nehmen und beschreiben, wie die aussieht, sondern wir gucken ja auch darüber hinaus, wir versuchen die Sprachen zu lernen, die dafür nötig sind, und die kulturellen Ausdrucksformen oder auch Umgangsformen, die dafür nötig sind, zu verstehen, was da passiert, und natürlich auch immer einzuwirken auf diesen Raum. Also wir sind ja nicht neutral oder an irgendeiner dritten Stelle, sondern wir sind ja immer Teil des Ganzen.
Und das gilt genauso für den digitalen Raum. Wenn Sie eine Suche machen bei Google oder so, dann wird das ja auch gespeichert und in die Statistik einbezogen. Insofern sind Sie immer aktiv auch daran beteiligt, diesen Raum zu gestalten. Die Frage ist für mich nur, gibt es auch eine kreative, etwas noch aktivere Weise, sich damit zu befassen? Und natürlich muss das Ganze dann auch wieder rückbezogen werden auf die auf das, was unsere Disziplin, sagen Sie es vorsichtig sein, was unsere regionalwissenschaftliche Perspektive ausmacht, also eine Art geopolitische Sensibilität für die Region, in der wir arbeiten, im Kontext eben größere Zusammenhänge. Die Frage ist, inwiefern sich innerhalb unserer alltäglichen Arbeit solche Spielräume ergeben, um eben diese Experimente zu machen. Ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, sich auch in dem Bereich ein bisschen als Regionalwissenschaft durch die eigene Perspektive einen aktiven Beitrag zu leisten und dadurch eben nicht blind zu taumeln, sondern etwas einzubringen in eine Diskussion der digitalen Medien, der Digital Humanities, die nicht einfach nur zu übernehmen, indem man jetzt Methoden oder Tools oder sonst was anwendet und sagt, so sieht Japan aus, wenn wir digitale Methoden verwenden, sondern vielleicht auch mal zu schauen, was kann die Area Studies, die Regionalwissenschaft, mit dem Digitalen anfangen. Vielen Dank.